Seit 2008 wird im deutschen Fernsehen auf ZDF die Neuauflage von Der Bergdoktor ausgestrahlt. Genau wie ihr Serienvater Hans Siegel, aka Martin Gruber, ist auch Ronja Forcher seit der allerersten Folge mit dabei. Die Zuschauer konnten die Schauspielerin über die Jahre hinweg aufwachsen sehen. Von Anfang an überzeugte sie in ihrer Rolle als Lilli Gruber. Bis heute ist Ronja der Arztserie treu geblieben. Doch auch wenn ihre Zeit beim Bergdoktor noch so schön war und ist und sie dadurch einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, hat dieser Ruhm auch seine Schattenseiten. In einem Interview mit Radio Salzburg Café gestand die 25-Jährige jetzt, dass sie zwischenzeitlich sogar mit dem Gedanken spielte, aufzuhören. So offenbart Ronja, es ist manchmal wirklich sehr anstrengend, in der Öffentlichkeit zu stehen. Das wirkt auf den ersten Blick immer so toll und beneidenswert, ist es an manchen Tagen vielleicht auch, aber an vielen Tagen ist es auch unfassbar grenzüberschreitend, was sich die Menschen da draußen herausnehmen, nur weil sie denken, sie kennen dich seit so vielen Jahren, führt sie weiter aus. Ronja Forcher habe sich nicht nur einmal gedacht, ihr könnt mich alle gern haben. Als ihr Verlobter Felix dann mit hineingezogen wurde, war für die Schauspielerin eine Grenze überschritten. In manchen Medien hieß es beispielsweise, sie betrüge Felix, Behauptungen, die sie sehr verletzten. Sie sagt, da ziehe ich für mich die Grenze, weil das hat Auswirkungen auf mein Privatleben. Das lesen vielleicht Familienmitglieder von Felix, die mich nicht so eng kennen und dann denken, dass das stimmt. Sie sei ein treuer und ehrlicher Mensch und das, was ihr vorgeworfen wurde, würde ihr niemals einfallen. Gerade deswegen haben sie die Gerüchte einfach verletzt. Da habe ich richtig geweint, weil ich das so unfair fand, erzählt Ronja Forcher ganz ehrlich. Dass die Lilli Gruber-Darstellerin sich aber nicht hat unterkriegen lassen, beweist die 15. Staffel von Der Bergdoktor, die 2022 erscheinen soll und bei der Ronja nach wie vor dabei sein wird. Sie äußerte sich bereits aufgeregt zum neuen Drehbuch. Ich habe gerade das erste Drehbuch der 15. Staffel vom Bergdoktor bekommen und es ist so verdammt spannend. Der Episodenfall hat es einfach so in sich, ich kann nicht mehr. Als sie 2008 erstmals ihre Rolle bei der beliebten Serie verkörperte, war Ronja gerade einmal 12 Jahre alt. Im Kino war sie allerdings schon 5 Jahre zuvor zu sehen, in dem Film Okariki Oraku. Auch im Theater ist die 25-Jährige aktiv und spielte dort bereits große Rollen, wie die des Gretchens aus Goethes Faust. Seit 2020 widmet sich Ronja Forcher zudem ihrem musikalischen Talent und nimmt deutschsprachige Musik auf. Ihre Debütsingle trägt den Namen Danke und erschien im März dieses Jahres.